Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Die Welt in der Zukunft. Unvorstellbare neue Technologien. Der Fortschritt. Der Fall und Aufstieg von Cyberpunk. Selbstfliegende Autos. Hocheffiziente Werkzeuge. Neue Mode. Mensch und. Ich hab das Spiel so gesuchtet, Alter. Maschine werden eins. Und Roboter können Recapture-Fenster selbstständig lösen. Und das Meme hier ist aus der Zukunft. Ihr könnt es noch nicht verstehen. Zukunft. Doch ihr müsst keine 50 Jahre warten. Es gibt Hoffnung. Schnappt euch eure Gaming-Controller, denn hier erblickt ihr die erste echte Simulation der Zukunft. Welchen? CD, check. Gamer-Outfit, check. Konsole starten, check. Spiel starten und seid ihr bereit für die Zukunft? Hola! Oh mein Gott, was? Also das hatte ich noch nie, aber okay. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe Cyberpunk erst ein bisschen später angefangen. Ich glaube, erst nach dem ersten richtig großen Update habe ich das Spiel angefangen. Naja, es hat immer noch eine Menge Bugs. Manche sind sogar sehr witzig. Das hatte ich, das hatte ich auch selten, aber hatte ich noch nicht. Was zum Teufel? Wir schreiben das Jahr 2000. Ich muss die Updates mal löschen, ich muss das mal so spielen. Ein kleines Entwicklerteam in Polen namens CD Projekt Red, bekannt für The Witcher, The Witcher und The Witcher, kündigen das Spiel Cyberpunk 2077 an. Und der Trailer, wirklich, wirklich vielversprechend. Und habt ihr immer so, der Trailer übelst krass, das Spiel wird tausendmal verschoben und dann kannst du schon damit rechnen, dass dieses Spiel so unfertig auf den Markt kommt, dass du einfach nur denkst, es ist eine frühe Alpha, die hätte noch 3 Jahre entwickelt werden müssen. Nur dann wäre es noch schlimmer gekommen. Im Zeitpunkt es ist immer so. Abwarten. Und wann war es denn mal nicht so? Und abwarten. Und doch plötzlich 2015. Immer noch nichts. Und doch der gehypte Titel der Entwickler The Witcher 3 kommt raus. Und oh boy, es ist absolut bahnbrechend. Überall 9 bis 10 Reviews, Millionen an Umsatz. Und der Hype steigt umso mehr auf Cyberpunk. Und 3 Jahre später und die Entwickler droppen einen 50 Minuten Gameplay-Trailer und es sieht unglaublich aus. Ein Open-World-RPG mit verschiedenen Storylines, zahlreiche NPC-Routinen und Tagesabläufe, Verfolgungsjagden und... Aber wenn die schon so einen guten Trailer erstellen konnten, wie macht man denn das? Man spielt doch das Spiel und nimmt das auf, oder? Oder machen die das direkt in den Programm, dass sie dann so zum Beispiel Befehle eingeben, dass jetzt das und das passiert und das wird dann nur abgefilmt oder so? Aber da, weil sonst müssen sie ja gemerkt haben, dass es schon so unzählige Bugs hat, die man noch beheben müsste. Geladene, na gut, es war vielleicht Action. Früher. Ein paar Monate später und der Vater aller Hypes kam ins Spiel. Keanu fucking Reeves. Also der Typ aus Fortnite. Mit einem absolut epischen Trailer der auf typ der E3-Messe. Aus Fortnite. Wenn ich an Keanu Reeves denke, denke ich immer an Dings Matrix. Und er aber ist gut, sogar. Ja, stimmt, ist ja auch Fortnite gewesen. Teil des Spiels. Und ab hier war der Hype-Train nicht mehr aufzuhalten. Ein paar Leute hatten sogar das Glück, es vorher zu spielen. Und tja, was soll man sagen, also wow. It was fucking awesome. I'm really excited. Und guckt euch diese ganzen Kabel an, die für die Spielmusik gebraucht werden. Ein ganzer Trailer nur für die Autos. Ein ganzer Trailer nur für die Waffen. Und oh mein Gott, man kann seinen eigenen Pipi anpassen. Picking a small penis size in Cyberpunk, just like the simulations. Und warum kann man dann bei der Frau nicht das Glied anpassen? Egal wo man hinsieht, Cyberpunk-Plakate, Cyberpunk-Werbetafel, Cyberpunk am Times Square, Cyberpunk-Bus, exklusiver Cyberpunk-Schuh. Ich habe die Macht des Cyberpunk-Schuhes. Das Kopfhörer, ich will auch solche Schuhe. Cover von Magazin und so weiter. Während in Hongkong gerade Menschen mit Skateboards bewaffnet gegen die Regierung kämpften, boah, du krasses Skateboard, Alter. Ein Tag vor Veröffentlichung des Spiels wurde es verschoben. Das war so mies, Alter. Ich habe mich eigentlich so drauf gefreut und dann wird es verschoben. Und dann, ja, wie hieß es damals? Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, ob die News haben geschrieben, dass die Entwickler noch dran arbeiten müssen, um das Spiel, um noch Bugs zu beheben. Kleine Bugs. Und das Spiel kommt einfach mit unendlich großen Bugs. Und nochmal verschoben. Und daraufhin gab es auch die erste Morddrohung. Die Leute waren nämlich absolut... Also sowas ist dann wiederum krank, ne? Wenn ein Spiel verschoben wird, dann so Morddrohungen, das ist wirklich krankhaft. Ungeduldig. Also dann sage ich mal, die Spielsucht ist so hoch, dass man sich Hilfe suchen sollte. Und so wurde das nicht gerade wenig parodiert. Aber ey, kein Problem. Das Spiel des Jahrhunderts braucht eben ein bisschen länger. Immerhin wird es so gut wie... Es wurde nochmal verschoben. Und doch am 10. Dezember 2020 war es endlich soweit. Das Spiel wurde veröffentlicht. Und oh boy, gibt es viele Bugs in diesem Game. Ja, Hulk, die Verschiebung war eigentlich nur dafür, um ein paar Bugs einzubauen. Also so habe ich das Gefühl. Wirft Autos nach dir. Ich glaube, so fährt das man kein Auto. Brazilian Buttlift. So fährt das kenne ich zum Beispiel von den Saints Row, von den neuen, von den Remake.
Das Spiel ist jetzt auch schon eine Weile draußen, hat unendlich viele Updates, ich weiß nicht, ob es wirklich so viele waren, und ist trotzdem noch verbuggt wie ein Haufen Scheiße. Manche sind echt witzig, aber mich nervst du nicht, damit ein Auto mitten in einer Mission Verfolgungsjagd das Auto einfach Kreise spielt und hinter nächsten Berg fliegt. Fehlgeschlagen. Hat man kein Motorrad. Autos auf dem Weg nach Hogwarts. Man springt auf ein Objekt. Cool. Tot. Du kaufst ein teures Auto. Was? Tot. Man schlägt einen Mülleimer. Okay, das kenne ich aber. Das ist heute noch so gut. Ich habe es jetzt schon einen Monat nicht mehr gespielt, weil ich so viele Spiele anfange und nie zu Ende spiele. Deswegen habe ich mir jetzt mal vorgenommen, ein paar Spiele erstmal zu Ende zu spielen, bevor ich das nächste anfange. Man schlägt einen Typen im Rollstuhl und viel zu viel. Läuft weg. Treibsand auf dem Bürgersteig. Extremer Realismus. Oh. Eingefrorene Autos. Du das hatte ich auch noch nicht, okay. Was ist hier los? Alter, okay, die kenne ich zum Beispiel nicht, die Bugs. Du hast keinen Kopf mehr? Kein Problem. Okay, so das kenne ich. So benutzt man kein Sofa. So benutzt man keinen Mülleimer. Baseball, aber mit Menschen. Unendliches. Wow! Ey, das gibt's ja auch bei Dings, bei Dying Light 2. Da gab's mal ein Event, wo die Gegner dann übelst wegfliegen. Man kann das noch, wenn man seine Waffe richtig aufrüstet. Also wenn ich jetzt mit einer stumpfen Waffe jemanden hau, dann fliegt er auch durch die Gegend. Das NPC-Pinkeln. Unbesiegbare Obdachlose. Mit Hose an? Wo ist die Textur? Wo ist das Gesicht? Der Schatten sieht aus wie ein Toy Story. Man haut einen NPC und der zeigt dir seine Dominanz. NPCs kommen in dein Haus, zeigen Dominanz und gehen wieder. Bitte hau mich nicht. Hände hoch. War früher mal. Leute, bitte hau mich nicht. Von den Entwicklern. Hört auf, Items aufzusammeln. Tote Leute fallen vom Himmel. Du steigst in ein Fenster? Nope. Die NPCs haben ein... Was war das bitte? ...ziemlich großes Arschloch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ob ich das noch trinken will? Okay. Dann T-Pose. T-Posing nackt. Geheime T-Posing-Sekte. Leute teleportieren sich einfach. Geheime T-Posing-Sekte, was? Ach weg. Extreme FPS-Drops. Keiner fährt das auch. Also die FPS-Drops kenne ich. Die waren wirklich schlimm an manchen Stellen. Die gab es auch bei Assassin's Creed Valhalla. Gab es auch solche FPS-Drops. Die waren so extrem nervig. Ich laufe durch so einen übelst dichten Wald mit übelst Effekt. Nichts. Ich komme raus, wo kaum was ist, kein großartigen Effekt, kein Wasser, nichts. Übelst FPS-Drops. Ich denke mir so, was ist mit dem Spiel kaputt? Auto, also schon, aber irgendwie auch nicht. Keine Gravitation mehr. Monkey Ruffys Arm. Ein guter Ort, um eine Waffe aufzubewahren. Bäume wechseln die... Ja, ich tue meine Waffe auch immer mein Hirn stecken. Dimension. Und noch mal. Und so wie es kommen sollte, waren die Reviews absolut zerstörend. My dead dog runs better than this game. There is a game. Und was war dann mit den bezahlten Reviews, die... gut waren, wo gesagt wurde, super geiles Spiel, übelst krass, bestimmt nur eine Minute gespielt und dann gesagt, ja, ihr müsst was Gutes sagen, weil ihr dafür bezahlt wurdet. In the bug. Cannot have sex with Keanu Reeves. This game sucks penis. Was? You can't shoot children. Eine größere Enttäuschung als ich. Mi hermano en sí. Das ist beste Review. Also was genau ist passiert? Herausgestellt hat sich, dass die Zeit bei weitem nicht ausgereicht hat. Die großen Sponsoren wollten unbedingt, dass das Spiel vor Weihnachten rauskommt, aus nachvollziehbaren Gründen. Und das Spiel sollte natürlich noch auf den Vorgängerkonsolen erscheinen, bevor die neuen Generationen rauskommen. Im Nachhinein erfuhr man dann, dass vom 300 Millionen Euro Budget für das Spiel circa die Hälfte für das Marketing draufging. Die Entscheidung... Naja, man muss ja mit Marketing nicht so extrem übertreiben, Alter. Die haben The Witcher gemacht. Sie hätten kein Problem damit gehabt, das Spiel übelst krass zu verkaufen. War zwar Trash, aber guck dich diese coole Gamermaus an. Außerdem haben sich die Lead-Entwickler dazu entschieden, zu crunchen. Was? So eine Sonnenbrille möchte ich auch. AKA Überstunden für alle Mitarbeiter, damit das Spiel rechtzeitig rauskommen kann. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Das geht auch immer schief. Wir brauchen mehr Szenen mit Keanu Reeves. Bitte, meine Katze wird sonst sterben. Hast du schon Penis 2 animiert? Nein, bitte lass mich gehen, ich kann... Außerdem entschieden sie sich dazu, ganze Features und Spielmechaniken, die im Trailer gezeigt wurden, einfach aus dem Spiel zu schmeißen, damit es zum Release-Tag rauskommen kann. Ein eigenes... Ich frag mich echt, wie eine Frau sich dabei fühlt, wenn sie so einen Mann designen muss und dann noch das Glied richtig designen muss. Im nackten Designzustand. Na gut, beim Mann ist aber auch so, wenn er die Frau designen muss. Das würde mir gefallen. Das Anwesen besitzen. Nope, nicht möglich. Mit dem Zug fahren. Das hier ist der Zug. Die glaubwürdigsten NPCs in einem Videospiel überhaupt? Stabiler. Ganz schön realistisch. Was? Was? Vor allem steigen sie alle synchron aus. Und nach Zyklus? Der NPC steht den ganzen Tag rum und pinkelt. Der hier hört niemals auf, den Burger zu essen. Was ist hier nur los? Man muss sich mal vorstellen, du hast das Spiel als Disc. Und irgendwann gibt's halt vielleicht den PSN nicht mehr.
oder irgendwas anderes wird abgeschaltet. Und dann kannst du aber das Spiel nur mit diesem Zustand hier spielen, das wir gerade sehen. Die NPCs hier gehen den ganzen Tag einfach nur auf und ab. Und wenn man mal kriminell wird, ducken sich NPCs und warten. Kein Weg. 20 Stunden nach dem Schuss, Alter, Reaktionsvermögen ist auf jeden Fall da. Reaktion einer toten Katze. Kein Weglaufen, eine unglaubliche Storyline mit verschiedenen Ausgängen, je nachdem, was man wählt. Also die Story ist echt cool, muss ich sagen. Die Wahl hat keinen Einfluss auf die Story. Eine unglaublich... Ja, ist es ja scheißegal, was ich wähle, toll. Voll dumm. Na gut, für einen Erfolg musst du, glaube ich, immer jedem zustimmen. Für eine Trophäe, damit du dann halt auch die Trophäe kriegst, dass du alle Nebenmissionen oder so, ich weiß nicht mal, welche Trophäe das war, auf jeden Fall habe ich in den Leitfaden gelesen, dass du allen immer zustimmen musst und nie dagegen, sonst kriegst du ein paar Missionen nicht und die brauchst du unbedingt für diese eine Trophäe. Die komplexe AI, man stellt dein Auto in den Weg und die Autos fahren nicht drumherum, sondern warten. Für immer. Oha, das ist schlimmer als bei GTA, da fahren sie irgendwann einfach dagegen. Oder so. Das Spiel läuft. Lego City macht's besser. Es war ein geiles Spiel, Lego City Undercover. Was mich an dem Spiel am Anfang gestört hat, war, dass du halt nicht kämpfen konntest. Also du konntest ausweichen, du konntest den Gegner verhaften, du konntest ihn wegschmeißen. Also quasi fast Judo. Aber du konntest halt nicht richtig wie bei den normalen Lego-Spielen auf die einschlagen, dass die zerfetzen in Steine und du die einsammeln kannst. Gut auf Konsolen? Naja, was soll man dazu sagen? Also oh. Cyberpunk soll so ab... Das hatte ich zum Glück noch nie. Dass das einfach so abstürzt. Das hatte ich zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla sehr oft. Gearbeitet sein wie Red Dead Redemption 2 bei Release. Take this and remember the dosage. Two whips now and another two. Wieso explodiert der jetzt einfach? Wieso habe ich meinen Monitor angerotzt? Nein, wir haben Keanu Reeves zu Hause. Keanu Reeves. Der unglaublich coole Cyberpunk-Bus. Nicht mal der läuft richtig. Eine... Na, das ist das beste Marketing, Alter. Unglaublich komplexe Charaktererstellung. Ja, okay, das haben sie tatsächlich ziemlich gut gemacht. Und vergleicht man das Spiel mal mit anderen Titeln, merkt man schnell, wie viel Arbeit da wirklich reingeflossen ist. Mit 100 km/h aussteigen in Cyberpunk. Mit 100 km/h aussteigen in GTA. Man schießt in Cyberpunk ins Wasser. Man schießt in Minecraft ins Wasser. Hagrid aus Harry Potter 2001. Spiel für 150 Millionen Euro. Und jetzt zum Guten. Man kann mit Keanu Reeves Achterbahn fahren. Skippy, die sprechende Waffe. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. Das unglaublich starke Cockschwert. Und... Das Cockschwert! Es gibt einen Laden namens Pipi. Ja, okay, und die Storyline ist ziemlich gut, aber... Auf dem PC war es bei Veröffentlichung tatsächlich halbwegs spielbar. Aber auch nur, wenn du ein ultra cooles Gamer-Setup 3000 hast. Doch auf der PS4... Deswegen lässt sich das bei mir so gut spielen, weil ich es halt für PC hab. Eher weniger. Und so entschlossen sich die Leute in den heiligen Hallen von Sony dazu, das allererste Mal in der Gaming-Geschichte ein Spiel aus dem Play Store zu verbannen. In den Tagen darauf fiel der Aktienpreis um 40%. Oh boy, die Leute wollten ihr Geld zurück. Und waren auch absolut bereit, es sich zu holen. Und als wäre eine Horde an wütenden Gamern bereits nicht schon genug, standen zahlreiche Investoren vor... Aber das ist ja das Problem, da können ja die Entwickler nichts dafür, wenn die Investoren da übel Stress machen, ne? Ja gut, im Endeffekt geht ja auch irgendwie Investoren, weil das Geld ist ja dann wieder weg. ...der Tür mit einer Sammelklage gegen CD Projekt Red. Und ab dem Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit mehr, sich rauszureden. Und so releasete David Guetta... Na klar, ich als Richter würde dann sagen zu den Investoren, nö, ihr kriegt kein Recht, selber schuld. Ihr habt die Entwickler so gestresst, dass sie das Spiel unbedingt rausbringen sollen, dann müsst ihr auch damit leben, was sie rausgebracht haben. Wenn die Zeit nun mal nicht reicht, um es fertig zu kriegen, reicht's nicht. Aber, Alter, jetzt überlegt mal, so viele Jahre und dann kommt das Spiel so verschissen, verbuggt. Was haben die mit all der Zeit gemacht? Gut, die Hälfte des Geldes liegt im Marketing. Wahrscheinlich die Hälfte der Zeit in Marketing geflossen. Der Co-Founder weniger von Marketing, mehr Red, ein na gut, ist wahrscheinlich ein anderes Team verantwortlich. Und das ganze 6 Monate, nachdem man das Spiel aus den Stores verbannt hat, wurde es für die breite Masse wieder zugelassen. Und es war immer noch nicht ganz ausgereift. Dafür aber halbwegs spürbar. 2021 wurden die Entwickler außerdem gehackt. You have been epically pwned. Und neben geleakten Codes und Dateien kam ein Video an die Öffentlichkeit, welches von einem Mitarbeiter an einen anderen gesendet wurde. Zusammengefasst, die Entwickler selbst haben sich vor Release über ihr eigenes Spiel lustig gemacht. Dann heißt das schon mal nichts Gutes. Was geht da ab, Alter? Daraufhin wurden dann Zukunftspläne, wie das Spiel gefixt werden sollte, veröffentlicht. Die Roadmap änderte sich zwar hier und da, aber so wie angekündigt, kam dann schließlich ein Patch. Und noch ein Patch. Und noch ein paar mehr. Und schließlich verbesserte sich das Spiel über die letzten Monate so sehr ins Positive, dass es die Steam-Charts zurückerklimmen konnte. Neue Waffen, neue Autos, hinzugefügte Details und oh mein Gott, sie haben es gefixt.
Wow. Die versprochenen Features, die immer noch nicht im Spiel gelandet sind, wurden schließlich von Moddern hinzugefügt. Als Beispiel... Ah. Warum müssen immer erst Modder alles regeln, bevor es überhaupt was kommt, bevor überhaupt was erledigt wird? Das ist immer so irgendwie, ja? Der an der Wand laufen Mod. Ein Mod für eigene Apartments. Und das ist genauso wie bei GTA. Weil damals bei GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4... GTA 5 auch, glaube ich, weiß ich nicht, habe ich nicht so gemacht. Da gab es ja auch übelst die krassen Autos mit Mods. Warum haben die Entwickler nicht einfach solche krassen Autos schon eingebaut? Nein, die bauen so eine billige Autos ein, wie so ein billiges Taxi, was nur 2 km/h fährt. Gut, km/h ist jetzt egal, aber nur so billige Autos. Die Modder machen so übelst krass aussehen. Warum kriegen das Entwickler nicht so hin? Schließlich. Es hat nicht mal an der Leistung gezogen. Außerdem gab es Mods, die das allgemeine Spiel performance-technisch verbessert haben. Kurz gesagt, anonyme Helden aus dem Internet haben das hingekriegt, was eines der größten Entwicklerstudios der Welt mit sehr viel Geld im Nacken nicht hinbekommen hat. Ich würde mal sagen, sowas als Entwickler wäre mir das wirklich peinlich. Wenn ich das nicht, das geht ja genau wie mit Rockstar, ne, mit den Ladezeiten, dass da erst 7 Jahre später ein Modder hinkommen muss, der zeigt, wie man die Ladezeiten verkürzt, weil sie da einen Fehler in Code gemacht haben. Die Frage ist, war es vom Rockstar gewusst und sie haben bewusst nichts geändert, weil es keiner weiß? Oder wussten die es wirklich nicht? Also wenn ja, dann Glückwunsch, dann sind die ziemlich doof. Also 7 Jahre den Fehler nicht entdecken, warum das Spiel so lange Ladezeiten hat, ist schon heftig. Hat. Und neben dem Cyberpunk-Anime Edgerunners wurde für dieses Jahr auch eine Erweiterung angekündigt. Mit kein anderem als dem Typen aus Fortnite. John Wick. Also, wer weiß was. Vielleicht wird es ja doch noch eines der besten Spiele of all time. Immerhin es ist geil. Sich unter ich find's immer noch Bugs geil. Ein tatsächlich gutes Spiel. Mit guter Story. Und No Man's Sky hat ja immerhin auch ein Comeback geschafft. Und Alter, No Man's Sky fand ich sogar damals schon übelst cool, als das rauskam. Habe ich das so gesuchtet. Ich glaube, ich hatte in der ersten Woche schon über 20 Spielstunden bei dem Spiel, weil ich das so gesuchtet habe. Also, und jetzt ist es ja noch krasser. Dann heißt es warten auf die Zukunft. Kaputt. Das war ein interessantes, geiles Video. Also so habe ich Cyberpunk noch nicht erlebt. Wann habe ich mir das Spiel gekauft? Blöd, wo kann ich eigentlich sehen, wann ich es mir gekauft habe? Okay, ich gucke einfach, wann ich die erste Trophäe freigeschalten habe. Der erste Erfolg. Das war in Juni. Werde zum Söldner. Okay, also habe ich es mir am 28. Juni habe ich mir das gekauft. Diesen Jahr. Da war wahrscheinlich schon einiges gefixt. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.